Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video erfahren Sie, wie einfach es ist, eine Epson TSE mit Wavi Profi 3 in Betrieb zu nehmen. Da es allerdings verschiedene TSE-Varianten gibt, sehen wir uns diese kurz nochmal an. Die USB-TSE kommt im Einzelplatzbetrieb oder bei kleineren, klassischen Netzwerken zum Einsatz. Die TSE-Server-Varianten, wahlweise bis zu 3 oder maximal 8 TSEs, sind für größere Netzwerke oder für den Terminal-Server-Betrieb prädestiniert, da diese hochperformant, stabil und einfach zu warten sind. Die Drucker-TSE-Varianten, wahlweise für den TMM30 oder TM88-6, kommen ebenso im Einzelplatzbetrieb oder bei kleineren, klassischen Netzwerken zum Einsatz. Zum Anschluss der jeweiligen TSE sei zu sagen, dass die Drucker-Variante und die Server-Varianten mit einem LAN-Kabel an den Router angeschlossen werden müssen. Die USB-Variante, da brauchen Sie nichts zu beachten. Einfach den USB-TSE nehmen und in den Computer reinstecken, auf dem auch die Kasse läuft. Für die korrekte Installation Ihres Druckerstreibers und Zuweisung der IP-Adressen steht Ihnen ein separates Video zur Verfügung. Um die USB-Variante oder die Server-Variante in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie einen Treiber. Diesen Treiber können Sie bei uns auf der Homepage hier links unter Downloads Treiber herunterladen, indem Sie hier ein bisschen nach unten scrollen unterhalb der großen Liste. Dann haben Sie hier aktuelle Epson USB Treiber. Einfach draufklicken und nun wird, je nachdem welchen Browser Sie verwenden, entweder unten links der Status des Downloads angezeigt oder oben haben Sie dann so einen kleinen Pfeil, ich glaube das ist bei Firefox so, der Ihnen den Zustand des Downloads anzeigt. Nach dem Download können Sie diese Datei einfach öffnen. Einfach einen Doppelklick drauf, dann wieder einen Doppelklick drauf und dann sagen Sie, er soll es extrahieren oder er soll es ausführen, je nachdem. Und wenn er es dann ausgeführt hat, folgen Sie einfach der Installationsanleitung und bestätigen alle Abfragen, dass Sie sagen, ja, ich lasse zu, ja, ich will das und so weiter. Wir in unserem Fall haben das schon gemacht, also wir müssen das nicht mehr machen, um einfach die Zeit für Sie hier in diesem Video zu reduzieren. Haben Sie den Treiber installiert, ist schon mal alles gut und Sie müssen nichts mehr machen. Nun können Sie direkt in Wavi Profi 3 die Systemeinstellungen aufrufen und die Karteikarte Hardware TSE wählen. Hier können Sie Ihre hinterlegten TSEs dieser Station zuweisen oder gegebenenfalls eine neue TSE hinzufügen und diese auch konfigurieren. Dazu klicken wir auf den Button TSE konfigurieren. Okay, beinahe versprochen. Haben Sie eine USB-TSE, wählen Sie, nachdem Sie neu angeklickt haben, hier Epson USB-TSE aus. Der TSE vergeben Sie einen Namen, keine Ahnung, TSE Kasse 1, ist doch egal. Und bei einer USB-Variante ist die IP-Adresse, die Sie bitte nicht ändern, immer die 127.0.0.1. Und der Port ist die 8009. Nachdem Sie den Namen der TSE eingegeben haben, klicken Sie in das Eingabefeld des Ports. Danach wird die Liste hier mit den Devices, also den Laufwerken, aktualisiert und er zeigt Ihnen die verfügbaren Laufwerksnamen der TSE an. In dem Fall haben wir eine Local TSE. Dies bestätigen Sie mit einem Doppelklick. Und dann haben wir in der unteren Liste das gleiche stehen, also das heißt Ihre Auswahl hier oben stehen. Und wenn Sie das dann hier auf Speichern klicken, dann haben Sie Ihre USB-TSE schon konfiguriert und es ist fertig. Haben Sie einen Drucker? Brauchen wir natürlich auch, also hier einen Namen, klar. Der Name sollte immer eindeutig sein. Also wenn Sie eine USB-TSE angelegt haben mit TSE Kasse 1, sollten Sie das gleiche nicht hier nochmal tun, sondern dann könnten Sie sagen, TSE Drucker, ist doch wurscht. Naja. TSE Drucker Kasse 1, egal wie. Und nun benötigen wir die IP-Adresse. Jetzt ist die große Frage, woher bekommen Sie Ihre IP-Adresse? Der Drucker, gehen wir nochmal hier auf unsere Homepage. Die Drucker, ist ja gar, da sieht man es jetzt schön auf dem Bild, glaube ich, ja.
Der Drucker hat eine Phi-Taste, das heißt, also hier haben Sie einen Papierauswurf. Sie schalten den Drucker aus. Das gleiche gilt ebenfalls für den Epson TMM30. Sie schalten den Drucker aus, drücken die Phi-Taste und halten diese und schalten den Drucker dann wieder ein. Dann sollte ein Informationsblatt ausgedruckt werden, der unter anderem auch die IP-Adresse des Druckers ausgibt. Sollte keine IP-Adresse ausgegeben werden, überprüfen Sie bitte, ob Sie den Drucker überhaupt mit dem LAN-Kabel am Router verbunden haben. Das ist mal das Wichtigste. Okay? Dann können Sie in Ihren Router nachschauen, also Fritzbox, Speedport, GigaCube oder was der Geier, was es alles gibt. Dann loggen Sie sich dort einfach mal ein in Ihren Router und sehen bei Netzwerk nach, welche IP-Adressen die Geräte haben. Und in unserem Beispiel sehen wir schon, dass wir hier oben einen Epson TMT886 haben und der hat diese IP-Adresse, die 192.168.178.24. Na, ja, kann man sich entweder kopieren, wenn man es schafft. So, kopieren. Und die tragen Sie dann in Wavi Profi 3 ein. Das heißt, hier klicken wir rein, mache ich Steuerung V. Und nun klicken wir wieder auf das Portfeld. Und jetzt passiert eins. Jetzt werden die Devices auf dem Drucker ausgelesen und aktualisiert. Das heißt, der Drucker hat andere hinterlegte Gerätelaufwerke als die USB-Variante. Nichtsdestotrotz wählen wir hier wieder Local TSI aus, machen einen Doppelklick, damit Ihre Auswahl in die untere Liste übernommen wird. Nun klicken wir auf Speichern, um das Anlegen der TSI abzuschließen. So, jetzt haben wir die TSI angelegt. Um jetzt den Zustand der TSE zu überprüfen, klicken Sie in der unteren Liste auf die eben angelegte TSE. Und nun erfolgen im Hintergrund verschiedene Aktionen. Es wird ein Selbsttest ausgeführt, es werden die Storage Informations, also die Basisinformationen, abgerufen, die Seriennummern werden überprüft, ermittelt und wenn die TSE noch nicht initialisiert ist, erhalten Sie eine Nachricht, eine Frage, wo er dann sagt: Lieber Benutzer, die TSI ist noch nicht initialisiert, also die ist komplett neu. Soll ich das für Sie nun erledigen? Sie können an dieser Stelle sagen: Mach das oder mach das nicht. Wenn Sie sagen: Nee, nee, mach das nicht, haben Sie immer noch die Möglichkeit, im Nachhinein hier zu sagen, Sie wollen ein Setup für diese neue TSI ausführen. Aber also erst anlegen, dann speichern, anklicken und dann sagen: Setup neue TSI. Wenn Sie jetzt draufklicken, macht es auch nichts, denn Wavi Profi 3 weiß aufgrund der Basisinformationen der TSE, dass die TSE bereits initialisiert ist, also dass er das nicht mehr tun muss. Also da können Sie nichts verkehrt machen. Kommen wir nun zum Server. Wir legen einen neuen Server an. Wir sagen hier Epson TSE Server. Wir sagen hier Server oder TSE Server 01. Jetzt brauchen wir wieder die IP-Adresse. Hierbei gilt das Gleiche. Sie schauen einfach in Ihrer Fritzbox nach oder in Ihrer Anleitung nach oder in Ihren Speedport nach, wie auch immer. Standardmäßig heißt der Server immer irgendwas mit IC1 hier, ne? Und wir können diese IP-Adresse jetzt einfach mal nehmen, mal kopieren und schauen, ob das so richtig ist. Das heißt, wir fügen die IP-Adresse ein, klicken auf das Portfeld und Sie sehen nun, dass wir einen ganz anderen Device, ganz andere Laufwerke haben. Je nachdem, wie viele TSEs in diesem Server drinstecken, in dem Fall haben wir nur eine TSE drinstecken, haben Sie hier einen Device-Namen. Davon ausgehend, dass mal alle drei Plätze belegt sind, oder zwei ist ja egal, haben Sie dementsprechend hier diesen Namen und hier immer hinten Unterstrich 1, Unterstrich 2, Unterstrich 3. Das sind also die verschiedenen Devices oder die verschiedenen Slots. Wichtig ist, wenn Sie mehrere TSEs in einem Server haben, legen Sie auch dementsprechend die Anzahl der TSEs hier neu an. Das heißt, Sie haben drei TSE drin, dann machen Sie drei TSE-Server, immer die gleichen Informationen mit der IP, mit dem Port. Nur der Name ist dann anstatt hier hinten 01, das sollte halt dann 02, 03 sein und so weiter. Und die Device ist natürlich dann auch immer eine andere. Deswegen bin ich immer ein Freund der gleichen Konventionen. Wenn hier heißt Device unterstrich 1, dann nenne ich hier den Namen auch hier 01. Wenn hier heißt unterstrich 2, schreibe ich hier TSE Server 02. Ja, dann ist es einfacher zum Zuordnen, zum Auseinanderhalten.
So, hier machen wir auch wieder einen Doppelklick auf die Combo-Box für die Auswahl, so dass wir den Namen hier unten stehen haben. Und wir sagen nun speichern. Wir machen nun einen Klick auf den Server, um die Basisinformationen abzurufen. Der TSE-Server ist echt schnell. Okay, so, was haben wir hier? Wir haben die verschiedenen Informationen der TSE, alles gut. Zu den Clients, die Sie auf der TSE wiederfinden. Wir wechseln mal nochmal zum Drucker. Sehen wir hier unten, dass wir eine Liste von registrierten Clients haben. Kasse 1, TG, Kasse, Kasse 4711, Kasse 2. Und einen sogenannten Epson noch irgendwas. Dieser Epson Client hier ist standardmäßig auf jeder TSE vorhanden. Das benötigt die TSE, warum auch immer. Der darf nicht gelöscht werden, darf auch nicht verändert werden. Was Sie jedoch tun können, Sie können einen bestehenden Client verändern, entfernen oder einen neuen Client hinzufügen. Wenn ich sage, ich brauche hier einen neuen Client, zum Beispiel die Kasse 3, dann gebe ich das so an, sage hier Kasse 3, also hier Register Client und sage übernehmen. Nun werden wieder die Basisinformationen der TSE aktualisiert, denn der neue Client wird angelegt und die Informationen werden nun aktualisiert dargestellt. Zu den Ampeln ganz kurz zu sagen, wir haben die Ampel einmal grün, einmal rot, wie Sie hier oben sehen. Es bedeutet lediglich, dass die TSE gerade schreibt und wenn sie grün ist, dann schreibt sie und wenn sie nicht grün ist, also rot ist, dann schreibt sie nicht. Hier unten haben wir bei dem dementsprechenden TSE-Modul auch so ein so eine sichtbare Verbindung mit einem grünen Haken. Das heißt, die Socket-Verbindung zur TSE konnte hergestellt werden. Also Ampel, ich arbeite, grün hier unten, die Verbindung heißt, ist okay oder ist nicht okay. Nun haben wir, wie Sie sehen, einen neuen Client registriert, Kasse 3. Genauso können wir natürlich einen Client deregistrieren und entfernen, indem wir zum Beispiel sagen, die Kasse 4711 brauchen wir nicht. Hierzu klicken Sie mit gedrückter Steuerungstaste auf Register Clients. Nun wird eine Liste der hinterlegten Clients der TSE erstellt. Sie klicken den Client an, den Sie nicht mehr benötigen und klicken dann auf Übernehmen. Es passiert wieder nun das Gleiche. Der Client wird auf der TSE deregistriert, also entfernt. Und die Basisinformationen der TSE werden neu ausgehandelt und auch erneut dargestellt. Hierbei gilt zu berücksichtigen, einen Client können Sie nur dann deregistrieren, wenn natürlich noch keine Buchungen für diesen Client auf dieser TSE vorgenommen wurden. So, nun sehen wir, dass die Kasse 4711 weg ist. Also soweit so gut. Also überhaupt nicht schlimm. Ganz, ganz kurz. Get Storage Info ist einfach diese Basisinformationsabruf, ne, dass er sagt, okay, ich hole mir mal die ganze Seriennummer, die Signaturen, das Zertifikat und bla bla bla. Also das, was er Ihnen halt hier links anzeigt, können Sie sich hier mit dem Button Get Storage Info nochmal holen. TSE Infodaten drucken. Nichts anderes als ein Informationsblatt, dass Sie Ihren Steuerberater geben können oder beim Finanzamt abgeben können. Manche Finanzämter haben ein eigenes Meldeformular. Da müssen Sie sich halt einfach mal schlau machen, was Ihr Finanzamt gern hätte von Ihnen. Aber diese Informationen sollten in der Regel eigentlich ausreichen. Der Button Setup neue TSE bedeutet, wenn Sie eine USB-TSE nehmen oder einen Drucker nehmen, den woanders anstecken oder eine USB-Variante nehmen, den auf einen anderen Computer reinschmeißen, dann haben Sie das Problem, dass die TSE beim Setup immer mit der Hardware verschmolzen wird. Das bedeutet, die TSE weiß, mit dem Computer, wo Sie es jetzt gerade drin haben, da darf ich funktionieren. Wenn das plötzlich rauszieht, ne, und woanders, oder wenn Sie es dann woanders reinstecken in einen anderen Computer, haben Sie das Problem, dass die TSE dann das Arbeiten verweigert. Dann müssen Sie sagen, Setup neue TSE oder beziehungsweise TSE Hardwarewechsel. Also Setup war jetzt falsch, mein Fehler. Aber es ist halt live, das ist nichts vorbereitet, sondern das ist real, so damit Sie auch sehen, dass das Ganze funktioniert. Also das heißt, Sie sagen TSE Hardwarewechsel, brauchen Sie nur draufklicken. Dann wird die TSE mit Ihrem Computer neu verbunden. Und die TSE weiß, dass sie mit diesem Computer arbeiten darf.
Ja? Sollten Sie aber nicht machen, denn es kann dazu führen, dass im Falle einer Prüfung der Prüfer dann plötzlich sagt, ja Moment, wo sind denn die anderen 300 Buchungen? Die sind halt auf einer anderen Hardware gebucht, die sind zwar auf der TSE vorhanden, sind aber auf einer anderen Hardware-ID gebucht, und wenn der Prüfer das übersieht, kann der durchaus sagen, ja, da stimmt ja was nicht. Also würde ich Ihnen das nicht empfehlen, lassen Sie Ihre USB-TSE einfach da drin stecken, na, wo Sie es betreiben, und wenn wirklich, können Sie das ja tun und das dem Prüfer halt dann sagen. So, jetzt haben wir lang genug hier geredet und ich hoffe, das hat Ihnen soweit weitergeholfen. Also es ist überhaupt nicht schlimm, total simpel. Und wenn ich jetzt nicht so viel geredet hätte, hätten Sie eine neue TSE, wenn Sie wissen, wie es geht, innerhalb von 1-2 Minuten initialisiert und alles wäre gut gewesen. Nachdem Sie Ihre TSEs konfiguriert haben in der TSE-Verwaltung, müssen Sie natürlich dieser Station, also wo Sie jetzt gerade arbeiten, sagen, ja, welche TSE nutzt du denn? Und dann können Sie hier sagen, okay, ich verwende den TSE-Server. Und jetzt werden nochmal Basisinformationen abgerufen. Er macht nochmal einen Selbsttest. Also alles, was halt einmalig notwendig ist, um einfach sicherzustellen, damit das Arbeiten für Sie so einfach wie möglich ist. Und dann hat er Ihnen eine Liste hier mit den hinterlegten Clients erstellt. Und dann können Sie sagen, pass mal auf dieser Station, also hier, wo Sie jetzt gerade arbeiten, verwende ich die TSE Server 01 und den Client Kasse 1. Ja? Das ist echt relativ cool. Wenn Sie einen Server haben auf einer anderen Station, wählen Sie ebenfalls dann den TSE Server, aber nicht 01, sondern den TSE Server 02, den Sie, wie ich vorher beschrieben habe, angelegt haben, und wählen dann den dementsprechenden Client, zum Beispiel Kasse 2. Aber das haben Sie alles in der TSE-Konfiguration getan. Auch noch ein kleines Feature, was ich vergessen habe zu erwähnen. Wenn Sie zum Beispiel den Drucker aufgerufen haben oder einen Drucker hinterlegt haben mit einer TSE, können Sie über diesen kleinen Internet-Button hier oben die IP des Druckers aufrufen. So. Und dann kommen Sie dementsprechend zu der Seite des Druckers. Und da müssen wir uns einloggen. Ich glaube, das ist Epson. Kann es sein? Epson. Ja, genau. Also beim Drucker ist es die Epson-Seite. Und dann kommen Sie hier zu dieser webbasierenden Konfigurationsseite. Das ist relativ einfach. Aber hier muss man natürlich auch die IP-Adresse wissen. Das ist klar, weil sonst kommen wir da nicht hin. Und beim... Wo war es hier? Beim Server... Können wir natürlich auch auf diese Seite connecten, indem wir hier auf den Button klicken. So, klicken wir drauf. Und dann sind wir hier dementsprechend auf der Epson-Seite von Ihrem Server. Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Das steht in der Anleitung Ihres TSE-Servers, steht es drin, welches Passwort das ist. Dann können Sie sich hier connecten und sehen auch alle Basisinformationen, die Sie auch in WAVI Profi 3 abrufen können. Ja, und das war's im Prinzip schon. Ich habe viel zu viel geredet, merke ich. wir sind jetzt bei 18 Minuten. Aber Sie haben jetzt, denke ich, alle Informationen, die für Sie wichtig sind, damit Sie es so sicher wie möglich konfigurieren können, was Sie bei der Konfiguration beachten oder wissen sollten. Und die Übernahme ins System ist ja wirklich Pillepalle. Also das ist ja total easy. Da können Sie im Prinzip gar nichts verkehrt machen. Dann würde ich einfach mal sagen, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wenn Sie sagen, nein, Sie trauen sich das selber nicht zu, Ihre TSE zu konfigurieren, können Sie gern unseren Service in Anspruch nehmen, dass wir das für Sie per Fernwartung auf Ihren Rechner erledigen und für den wir dann natürlich einen kleinen Obolus verlangen müssen. Aber nicht schlimm. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bleiben Sie gesund, gute Umsätze und alles Gute. Tschüss.